Ob das nächste Mitbringsel womöglich von deutlich höherem Wert ist? Seine Besitzer hoffen es jedenfalls. Wir haben heute das Bernsteinkästchen mitgebracht, was wir aus einer Haushaltsauflösung haben. Also es gehörte uns nicht persönlich. Wir haben es immer gut verpackt und erstmal auf Seite gestellt, weil wir nicht wussten, was wir damit machen. Und offensichtlich gab es nie eine optimale Verwendung für das Kästchen. Und deshalb soll es nun weichen. Vorher geht es natürlich zur Expertise. Heide, mach mir nichts kaputt. Ich höre hinten rasseln. Schönen guten Tag zusammen. Ja, guten Tag. Wie heißen Sie denn? Ich bin die Ursula Schäfer-Wegner. Und ich der Karl Schäfer. Bernstein, das sehe ich jetzt mit meinem mittlerweile extremst gut geschulten Auge vom Allerfeinsten. Und das ist bestimmt ein Teil von dem verschwundenen Zimmer, ne? Ja, habe ich auch gedacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen hoffe ich, dass ich heute mal etwas mehr erfahre. Denn wir wissen nicht genau, wo es herstammt. Du weißt auch nicht, wo es herkommt? Nee, ich habe das bei einer Wohnungsauflösung, ist mir das in die Hände gefallen. Ich habe einer alten Dame da geholfen und dann war das übrig. Und da wir trödeln, habe ich gesagt, nee, das kannst du nicht wegtun, ne? Oder da lassen. Nimm es einfach mal mit. Ja. Und du warst begeistert? Ja, ich habe gesagt, wir können das nicht einfach so am Trödel hinstellen. Es ist bestimmt wertvoller. Das heißt, wo hast du denn gedacht, wo es liegen könnte, wenn es wertvoller ist? Wir haben keine Ahnung. Wir haben jetzt einfach mal einen Wert festgesetzt, so für 200 Euro. Aber es kann auch sein, dass es weniger ist. 2000 sind zum Beispiel, ne? Könnte sein. Man muss ja erstmal das ganze Bernstein finden. Genau, ne? Das ist gar nicht so einfach. Ich habe schon mal nach Bernstein gesucht. Ja. Hast du schon mal geguckt, ob da vielleicht noch eine Fliege drin ist? Vielleicht machen wir Jurassic Park doch noch lebendig. Das wäre doch was. Nein, ich habe auch schon danach gesucht. Ich habe keine gefunden. Dann wird die Sache, glaube ich, richtig teuer. Ne? Ja, dann wenn man Bernstein findet mit einem Einschuss drin. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber hier kommt es nicht so sehr darauf an, Einschlüsse wiederzugeben, sondern vielmehr diesen Naturbernstein zu spiegeln. Im Grunde genommen sind es ja Fingerabdrücke der Urzeit. Mhm. Also Bernstein geht ja in die Zeit zurück bis 50 Millionen Jahre. Kaum vorstellbar. Mhm. Das ist fossiles Harz der ehemaligen Kiefernwälder. Und davon gehe ich auch hier aus, weil er natürlich belassen wurde. Und hier sieht man ja auch Spuren der ehemaligen Verwitterungskruste. In der Regel wird noch weiter nachgearbeitet, aber dann würde man alles wegschleifen. Wenn man ein kunstgewerbliches Stück hat, kann man nicht auf den ersten Blick sagen, ist es Naturbernstein, ist es Kunstharz oder ist es Pressbernstein. In diesem Fall glaube ich aber, dass es sich hier um Naturbernstein handelt, weil solche großen, flumigen, schlierigen, größeren Brocken, die in Scheiben geschnitten werden, das verwendet man nicht für die Schmuckindustrie, das verwendet man tatsächlich für solche Kästchen, um damit solche Stücke zu verkleiden. Und das hat einen natürlichen, schönen Charakter. Und und es sieht sehr ansprechend aus, wie ich meine. Allerdings ist dieses Kästchen, und das fühlt man sofort, und deswegen ist auch immer wieder Skepsis geboten, mit einer Kunstharzschicht überzogen worden. Also es ist wirklich ein Kunststoff nochmal drüber gelegt worden, um Zwischenräume zu füllen, um das ebenmäßig zu machen. Und deswegen sieht es vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen so aus, als könnte es das nicht sein. Aber ich denke schon, es handelt sich hier um Naturbernstein. Allerdings sieht das ganze Stück auch so aus, als wäre es aus einem Quader gemacht, was toll gemacht ist. Aber in Wahrheit sind ihm hier dünne Platten aufgelegt worden. Und innen drin ist wirklich ein Sperrholzkasten. Das zeigt daran mir, sehe ich jetzt, er ist nicht alt. Genau, dass es nicht alt ist, sondern aus neuerer Zeit ist. Das erkennt man natürlich auch an dem Scharnierband und hier an dem kleinen Schlüsselchen. Aber es ist gut gemacht, auf jeden Fall. Also es stammt nicht aus der königlichen Bernsteinmanufaktur, was natürlich auch für Sammler interessant ist, insbesondere. Ja. Also aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, sondern vielmehr aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich meine, gut, das hat ja mal nichts gekostet. Ne? Das heißt, also, wir sind auf jeden Fall im Gewinn. Aber es soll ja auch für einen guten Zweck sein. Ne? Wir machen das ja nicht für uns, sondern für ein Chile-Projekt. Und dann wäre es schon schön, wenn was dabei rumkäme, ne? Dass die Kinder die Möglichkeit haben, Schule zu besuchen, Kindergarten zu besuchen. Naja. Wir gucken mal, aber davon lässt sich meine Frau Doktor nicht beeinflussen. Heide, was ist es denn wert? Sie lagen intuitiv absolut richtig. Ich würde auch sagen 200 Euro. Aha, das ist ja schön. Ja, also dann würde ich sagen 200 Euro hier, 200 Euro da. Die Händler werdet ihr im Griff haben, bitteschön. Hoffentlich. Ja. Und dann sage ich schon mal, Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön auch. So, das Kistchen natürlich in der Hand. Tschüss, bitte schön. Vergiss mich da nicht. Jo. Viel Spaß drüben. Ne? Wir haben die Händlerkarte bekommen und meine Einschätzung war gar nicht so schlecht.
Also die Verhandlung übernimmt meine Frau, das kann sie besser als ich. Ich gebe zu schnell nach bei den Preisen. Ursulas und Karls Wunschpreis deckt sich mit der Expertenschätzung. Gute Voraussetzungen also für die bevorstehende Verhandlung. Hallo zusammen. Hallo. Hallo, guten Tag. Hier ist unser wertvolles Teil. Ein schönes Kästchen. Sehr schön. Aus Königsberg kommt so etwas normalerweise. Da findet man den meisten Bernstein und da gab es eine Bernsteinmanufaktur. Und die sind in der Regel aus den 30er Jahren. Manchmal ist auch ein Stempel drin. Manchmal sind auch Teile weg, aber in dem Fall ist es ja ganz toll erhalten. Ist ein guter Zustand, ja. Kann man schon sagen. Ist auch drin. Ist auch schön gearbeitet. Schöne große Sache. Und die Einteilung sieht auch nicht so aus, als wäre es eine Zigarrenkiste. Da haben Sie einen guten Griff getan, glaube ich. Sie sind sicherlich überrascht, was die Schätzung jetzt gerade wahrscheinlich gesagt hat. Ja, ja, genau. Mhm. Ich versuche mal mein Glück mit 50 Euro. Ich sag 70. Das ist schon mal gut zu hören. Wer macht den Test? Ich mache den Beißtest. Ich habe noch lange nicht gesagt, dass das Bernstein ist. Also unsere Expertin hat gesagt, sie hielt es für Naturbernstein. Hat sie es geprüft? Sie hat nicht reingebissen. Wir können der Expertin, glaube ich, vertrauen. Ich bin führend mit 70. 80. Das reicht aber noch nicht. Also ein bisschen mehr muss es schon sein. Also der Schätzwert liegt doch um einiges höher. 100? 110. 120. 130. 140. 150. 160. Jetzt wird's langsam warm. Jetzt wird's spannend. Jetzt muss ich aufhören, weil, jetzt sage ich noch eines, das ist 100% kein Bernstein. Nein, das ist Plastik. Und ich so sage, gemacht. Gerade weil das so schöne, dicke, große Steine sind, biete ich jetzt 200 Euro. Ich bin schon auch der Meinung, dass es Bernstein ist. Deswegen sage ich 220. Dann sage ich 240. Es freut mich, dass die Herrschaften so glücklich lachen. Und deswegen lasse ich dir das jetzt, obwohl es ungern tue. Moment, wie weit sind wir? Entschuldigung, 240 hat er gesagt. 250. Ah. Jetzt hat Ludwig also doch wieder Interesse. Hört, hört. Ja, erst ist es Bernstein, dann ist es kein Bernstein, jetzt ist es wieder Bernstein. 250. 270. Ja, bitte. Das, 270. Das ist doch nur seine Taktik, merkst du das nicht? Ja, genau. Hier ist ja was wahrscheinlich ist es noch viel mehr wert. Mir gefallen diese Farben, weil die haben... Ich habe 270 gesagt. Na, mach mal gleich 300. Dass es ein bisschen schön rausschaut, weil das nämlich ganz gut ist. Jetzt kann ich es sagen. Ich meine, die Kinder billig erwischen, das ist kein Bernstein, aber es ist Bernstein. 300. Also wenn er Ludwig nicht wäre, hätte ich es ihn jetzt fast für 200 abschmatzen können. Aber jetzt sage ich 330. Fragt sich nur, ob Ludwig womöglich noch einen drauflegt. Das ist jetzt auch schon... Jetzt bin ich raus. Ach, darf ich es jetzt rüberschieben? Oder soll ich noch mal einsteigen? Nein, jetzt ist er Ruhe. Jetzt ist Ruhe. Okay. Sind Sie einverstanden? Ja. 100%. Das ist schön, dann kommen Sie her. Da muss man immer fragen. Also das Gute ist auch, es ist für einen guten Zweck. Sehr gut. Das wird. Also es geht in ein Projekt nach Chile. Ja? Sehr gut. Ja. Wir wollen es nicht für uns. Wir haben so ein Gemeindeprojekt. 50 für den guten Zweck. Super. Spende ich noch dazu. Dann haben wir es rund und dann freuen Sie sich. Ja, da freuen wir uns sehr. Vielen herzlichen Dank. Ich bin zufrieden. Danke sehr. Ja. Wiedersehen. Ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Ich bin sehr zufrieden. Ich hatte ja gedacht, dass ich nicht so viel bekomme. Also ich bin mit 350 Euro, bin ich sehr zufrieden.